Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der, der es ausprobiert und ziemlich schnell kapiert. Hey. Der die Welt bereist und ganz schön Mut beweist. Das ist Julian, Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der, der gerne schlemmt und auch mal verpennt. Der fast immer lacht und auch gern mal Unsinn macht. Das ist Julian, Checker Julian, Checker Julian. Ups. Hey Leute, heute geht's um, naja, nicht um Rasenmäher. Heute geht's um fette Motoren, um richtig große Maschinen. Heute geht's um Traktoren. Also, los geht's! Wow! Ganz egal, ob ihr Traktor sagt, Schlepper oder Trecker. Damit rumzufahren macht einfach Spaß. Die ersten Traktoren wurden vor ungefähr 100 Jahren erfunden und ersetzen seither Pferde und Ochsen als Zugtiere. Heute sind echte Hightech-Maschinen unterwegs, die auf Feldern, Wiesen und auch auf Baustellen eingesetzt werden. Die größten Traktoren haben Motoren, die so stark sind wie die von Rennautos. Und manche fahren sogar von ganz allein. Wie das geht, seht ihr später noch. Und mega cool, ich darf heute zum ersten Mal Traktor fahren. Mit Mechaniker André zocke ich um die größten Landmaschinen und Landwirtin Bettina helfe ich bei der Heuernte. Also, seid ihr bereit? Dann Motor an! Hier kommt der Traktor-Check. Boah, cool. Und jetzt die Checker-Fragen. Hab sie! Wie fährt man einen Traktor? Was ist eine Gelenkwelle? Und wie wird Heu gemacht? Das check ich für euch. Ich bin unterwegs zu Mogli, einem Gemüsebauern in der Nähe von München. Der hat, na klar, auch einen Traktor. Und hier müsste es auch irgendwo sein. Was ist denn jetzt passiert? Oh oh. Ich glaube, ich stecke fest. Oh Mist. Mist, was ist mir noch nie passiert? Oh Mist, ey. Könnt ihr vielleicht mal aussteigen und anschieben? Hä? Ihr könnt doch nicht einfach so aufgeben. Ich glaube, so wird das nichts. Aber Leute, schaut mal, da kommt ja Mogli. Der kann mir bestimmt helfen. Hey Mogli! Hi. Guck mal, ich habe mich festgefahren. Super, auch nicht schlecht. Kannst du mir helfen? Freilich. Top. Moglis Hund Balu ist auch dabei. Und Mogli hat sogar eine Abschleppkette. Die wird ins sogenannte Zugmaul des Traktors eingehängt und an unserem Auto befestigt. Für Moglis Traktor ist es überhaupt kein Problem, unser Auto aus dem Acker zu ziehen. Klasse, Mogli. Sehr gut. Oh, geschafft. Ey, ohne dich wäre ich da gar nicht mehr rausgekommen. Gut. Sag mal, wie schafft denn so ein Traktor, so ein riesiges Auto da rauszuziehen? Also das Erste, was man auf jeden Fall mal sieht, wenn man die Reifen vom Bulldog anschaut und die vom Auto, erstens, die sind schon mal viel größer und haben viel größeres Profil. Also Profil sind diese... Diese Stollen sozusagen, genau. Mhm. Und desto höher die sind, desto mehr Griff hat natürlich der Traktor im Feld. Gerade wenn das, der Boden weich ist zum Beispiel oder man tief einsinken würde. Dann kann man mit dem Traktor, hat man schon mal mit den, allein wegen den Reifen, mehr Griff, wie mit so Reifen wie beim Auto, die fast gar kein Profil haben. Und beim Traktor, der ganze Motor ist auf Zugkraft ausgerichtet. Das heißt, ein Traktor soll eher viel ziehen können, egal ob es jetzt der Pflug ist, die Sämaschine oder einen schweren Anhänger vom Feld. Und ein Auto ist eher dafür da, schnell zu fahren. Auch die Größe der Reifen trägt dazu bei, dass Traktoren mehr Grip haben. Das Auto lasse ich mal hier stehen. Mogli nimmt mich mit zu seinem Hof, denn er hat versprochen, dass er mir eine Traktorfahrstunde gibt. Balu lässt uns dabei natürlich nicht aus den Augen. Also, erste Checkerfrage. Wie fährt man einen Traktor? Ich würde sagen, ich frage einfach mal. Meinst du, ich darf auch mal fahren?
Klar, freilich, kriegst du hin. Cool. Puh, ganz schön eng hier. Alles klar, ich bin bereit. Unten die drei Pedale, links ist die Kupplung, in der Mitte ist die Bremse und ganz rechts, das Orangene, ist das Gas. Hier gibt's vorwärts und rückwärts. Mhm. Nach vorne fährt man vorwärts, nach hinten fährt man rückwärts. Jupp, klingt logisch. Und hier wechselt man die Gänge, so ähnlich wie bei einem Auto. Er hat jetzt 6 normale Gänge von A bis F. Und in jedem Gang gibt es 4 stufenlose Gänge. Hoch geht durch den Hasenknopf und runter geht durch den Schildkrötenknopf. Bitte was? Ein Hase für schnell und eine Schildkröte für langsam? Okay. Der hat 6 mal 4, also 24 Gänge. Boah. Und diese 24 Gänge kann man sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtsgang betätigen. Wahnsinn. Aber das ist ja trotzdem noch mal viel mehr als beim Auto. Warum braucht man so viele Abstufungen? Die ganzen langsamen Gänge braucht man für Rangierarbeiten oder für Sachen am Feld, wo man sehr langsam fahren muss. Und die schnelleren Gänge sind halt auf der Straße, wenn man Transportarbeiten macht. Okay, Motor starten, Gang einlegen und los! Wir fahren! Mit meinem normalen Autoführerschein darf ich auch die meisten Traktoren fahren. Wichtig ist, dass sie nicht schneller als 40 km/h fahren. Vorsicht, Hund! Wer noch keinen Autoführerschein hat, kann schon mit 16 Jahren einen Führerschein nur für Traktoren machen. Boah, ey, so ein Traktor ist schon ein riesiges Gefährt. Ey, Mugli, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht heute. Danke für alles. Gerne. Mach's gut, servus. Und servus, Balu. Ciao. Tschüss, Julian. Traktorfahren funktioniert im Prinzip genauso wie Autofahren. Nur mit mehr Gängen, Hebeln und Schaltern. Gecheckt. Mist, Leute. Ich habe den Traktorschlüssel im Heuhaufen verloren. Den finde ich nie wieder. Also den Schlüssel von meinem Rasenmähertraktor. Hä? Was ist das denn? Eine Nadel? Naja, ich finde ihn nicht. Jetzt erstmal eine Frage an euch. Was ist ein Kreiselheuer? A. Eine Maschine, die gemähtes Gras wendet. Oder B. Ein spezieller Gang zum Kurvenfahren beim Traktor. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. In Landsberg am Lech gibt es eine Schule, an der man alles über Traktoren und Landmaschinen lernen kann. Guckt mal, wie viele Anhänger und Geräte die hier haben. Die gucke ich mir mal genauer an. Zusammen mit André. Er ist hier Lehrer und Mechaniker und kennt sich natürlich super mit den verschiedensten Maschinen aus. Aber wo ist er? Ah, da ist er ja. Hey André! Hi Julian, servus! Was machst du denn da? Ja, Schlepper ein bisschen warten, Leitung nachziehen und Kühlwasserstand kontrollieren, damit wieder alles super läuft und wieder alles passt. Ja. Stark! Also Traktoren reparieren kannst du auch? Ja, warte, ich komm einfach schnell runter zu dir. Ich habe hier so viele coole Maschinen gesehen. Kannst du die mir mal zeigen? Ja, ich habe da eigentlich auch eine ganz coole Idee. Und zwar habe ich eigentlich immer mein Quartett in der Hosentasche. Und dann könnten wir mal eine Runde zocken und dann kann ich dir die Maschine ein bisschen erklären. Ja, perfekt. Oder? Dann ja, cool. Wir's. Gut. Das Spiel funktioniert so. Für jede Maschine gibt es eine Karte. Jetzt die Karten auf den Tisch. Jetzt geht's los. Jeder darf abwechselnd ansagen. Und wessen Maschine stärker, größer, besser ist, der gewinnt. Du hast keine Chance. Das werden wir ja schon noch sehen. Mein Kreiselheuer hat eine Arbeitsbreite von 12,7 Meter. Tja, da muss ich leider passen. Mein Kreiselheuer hat nur eine Arbeitsbreite von 6,40 Meter. Yes, dann ist es meiner. Dann ist es deiner. Das Coole bei unserem Quartett ist, wir lassen die Maschinen sogar in echt auffahren. Das da ist also ein Kreiselheuer. Meiner ist 12,7 Meter breit und der von André nur 6,40 Meter. Ha, süß. Die Runde gewinne ich. Die sehen cool aus. Das sind schicke Dinger, gell? Mhm. Ja. Was habe ich gewonnen? Ein Kreiselheuer, gleich zwei. Was ist ein Kreiselheuer? Ein Kreiselheuer
wenn der Bauer das Feld gemäht hat, dann kommt man mit dem Kreisel heuer und dann wirbelt man praktisch das Gras durch die Luft und verteilt schön auf der Wiese, damit es dann trocknet. Und schaut, so sieht das dann in Aktion aus. Aber das checke ich nachher noch mal genauer. Gut, ich habe einen Ladewagen und der hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 11 Tonnen. Tja, Pech gehabt. Ich habe nicht ein zulässiges Gesamtgewicht von 21 Tonnen. Oh Mann, okay, das ist deiner. Mit den Ladewägen transportieren die Bauern Heu oder frisch gemähtes Gras von der Wiese in ihre Scheune. In den großen Ladewagen hier passen 21 Tonnen Gras rein. Das ist ungefähr so viel, wie 10 große Autos wiegen. Ich habe einmal gewonnen. Ja. Du hast einmal gewonnen. Wer jetzt gewinnt, gewinnt die ganze Runde. Jetzt geht's um alles. Also, ich habe einen Pflug und der hat 5 Schare. Meiner hat nur 3. Du hast gewonnen. Ja! Yeah. Und da kommen Andres Pflüge. Diese Schaufel hier, das sind die sogenannten Pflugscharen. Je mehr Scharen, desto schneller geht die Arbeit mit dem Pflug. Andres Pflug ist mit 5 Scharen also echt ganz schön stark. Oh, jetzt sehe ich auch, warum du gewonnen hast. Dein Pflug ist ja echt viel größer als meiner. Aber was macht man eigentlich mit so einem Pflug? Ja, also einen Pflug braucht man, damit man dann im Acker praktisch den Boden wieder umgraben kann. Das Pflügen passiert vor dem Säen. Dabei wird der Boden umgegraben und gelockert. In der weichen Erde können die Samen später keimen. André hat klar gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Weiter geht's mit der nächsten Checkerfrage. Was ist eine Gelenkwelle? An Traktoren kann man viele verschiedene Maschinen anhängen. Zum Beispiel ein Kipper, ein Pflug, eine Egge oder ein Güllefass kommt hinten dran. Vorne hängt man zum Beispiel ein Mähwerk oder eine Seilwinde an. Aber alle diese Geräte haben keinen eigenen Motor und auch keine Batterie. Stattdessen werden sie vom Motor des Traktors angetrieben. Und das funktioniert über dieses Teil hier. Das nennt man Gelenkwelle oder auch Zapfwelle. Und die erkläre ich euch jetzt mal genauer. Die Gelenk- oder Zapfwelle verbindet den Traktor mit dem Anhänger. Die kann länger oder auch kürzer sein. Der Motor des Traktors vorne bringt das erste Gelenk dazu, sich zu drehen. Dann dreht sich der Stab in der Gelenkwelle und bringt wiederum das hintere Gelenk zum Drehen. Und diese Drehung treibt die Maschine an, die hinten angehängt ist. Und so sieht es dann in echt aus. Die Gelenkwelle ist der verlängerte Arm des Motors. Sie überträgt die ganze Power auf die Maschine. Die Gelenk- oder Zapfwelle verbindet den Traktor und die angehängte Maschine. Sie überträgt die Kraft des Motors. Gecheckt. Für meine dritte Checkerfrage bin ich jetzt in Bruckmühl in der Nähe von Rosenheim. Heute ist ein richtig heißer Sommertag. Ich bin mit Landwirtin Bettina verabredet, helfe ihr bei der Heuernte und checke, welche Maschinen man dafür braucht. Checkerfrage: Wie wird Heu gemacht? Hi Bettina! Hallo Julian! Ja, alles gut? Ja, alles gut. Ich schwitze. Ich auch. Ja. Brauchen wir aber heute. Das ist genau das richtige Wetter für diese Arbeit. Ja, echt? Ja, genau richtig. Ja, also wenn du schon von Arbeit sprichst, ich habe gesehen, das Ding, das kenne ich, das ist ein Kreiselheuer. Ja, genau. Richtig. Was machst du mit der Maschine? Mit der wende da das Gras, das da auf dem Feld gemäht liegt, das wird dann zu Heu. Und woran wisst ihr, wann ihr das ernten könnt? Also wir haben das jetzt hier vor 5 Tagen gemäht und dann muss man, wenn man es heimfahren will, wirklich schauen, ob es gescheit trocken ist und da muss man einfach schauen und reinfühlen. Das können wir gerne mal machen. Okay. Also das liegt jetzt schon ein paar Tage hier und hat auch heute schon gut Sonne erwischt. Das ist obendrauf schon ganz schön trocken. Mhm. Aber wenn man da unten reinfasst, ganz wo es gemäht ist, da siehst du gleich, das ist noch viel grüner und es ist auch nicht ganz trocken. Man fühlt es so ein bisschen klamm und ein bisschen kälter. Ja, stimmt. Genau, und das muss jetzt noch einmal nach oben an die Sonne. Und genau das machen wir jetzt. Mit den Rechen des Kreiselheuers wenden wir das Gras auf dem ganzen Feld. So trocknet es und wird zu Heu. Dieses Heu fressen Bettinas Kühe im Winter. Es muss wirklich staubtrocken sein, denn es wird lange gelagert und darf auf keinen Fall schimmeln.
Mit dem Traktor geht das richtig fix. Aber jetzt stellt euch mal vor, in der Zeit, bevor es Traktoren gab, da hätten Bettina und ich das Gras auf dem ganzen Feld mit der Hand wenden und zusammenrechnen müssen. Das hätte sicher 2 Tage gedauert. Oh Mann. So Leute, wir haben ein neues Gerät an unserem Traktor angeschlossen und dieses Mal darf ich fahren. Sag mal, Bettina, was ist denn das? Das ist ein Schwader und wir rächen damit das Gras jetzt in schöne Reihen, dass wir das gut aufsammeln können dann zum Ernten. Okay, auf was muss ich da achten? Du musst darauf achten, wenn wir das dann runterklappen, die beiden Rechen, das ist dann sehr breit, das Ganze. Das sind über 8 Meter, die wir da abdecken. Mhm. Ist jetzt in der Feldmitte nicht so das Problem, aber wenn wir am Rand fahren, müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nirgends in andere Felder, Gartenzäune, Straßen oder sonstiges reinragen, weil es ist wirklich groß. Und ein bisschen geradeaus fahren wäre gut. Ja, also ich gebe mein Bestes. Ja, dann müssen wir als erste Transportsicherung rausmachen. Das ist das Seil, das da hinter dir liegt, dass die Haken aufgehen. So? Genau, den Hebel nach außen. Schalter der 3 gelben. Der da. Genau. Mhm. Zweimal drücken. Ah, jetzt starten die Rechen. Das macht ja auch die Zapfwelle. Die treibt ja das Gerät hinten an, ne? Genau, die treibt diese beiden Kreisel an, also die Rechen. Okay. Das ist jetzt aber noch zu langsam. Wir brauchen noch mehr Drehzahl, mehr Power. Drück drauf. Hui. Genau. Cool. So können wir arbeiten. Das Gras, das jetzt noch wild verstreut auf der Wiese liegt, rechen wir zusammen, in sogenannte Schwaden. Dabei ist es wichtig, dass die Linien gerade werden. Sonst muss man nachher beim Aufsammeln wieder Schlangenlinien fahren. Und um die Kurve zu lenken, ist besonders schwierig, mit der riesigen Maschine hinten dran. Ich muss echt aufpassen, dass ich kein Gras auf die Straße schleudere. Ha, geschafft! Solche geraden Linien braucht man oft in der Landwirtschaft, zum Beispiel beim Säen oder Düngen. Maschinen können das natürlich noch viel besser als die Menschen. Deswegen gibt es immer mehr Traktoren, die so eine Art Roboter sind. Und um genau die geht's jetzt. Viele Hersteller entwickeln gerade Traktoren, die ganz alleine fahren können. Schaut mal. Autonom nennt man das, wenn Fahrzeuge ohne Fahrer und ohne Fernsteuerung fahren. Im Moment gibt es vor allem Testmodelle, aber bald schon könnten immer mehr solche selbstfahrenden Traktoren unterwegs sein. Der Vorteil dabei, sagen die Hersteller, die Landwirte müssen nicht mehr stundenlang auf den Feldern hin und her fahren. Außerdem können die autonomen Traktoren viel exakter arbeiten. Sie haben zum Beispiel Sensoren, die erkennen, ob die Pflanzen mehr Wasser oder mehr Dünger brauchen. Das soll Zeit und Geld sparen und sogar bessere Ernten bringen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, woher wissen die Traktoren überhaupt, wo sie langfahren sollen? Sie werden über Satelliten gesteuert. Die Technik funktioniert so ähnlich wie bei einem Navi im Auto. Und zwar so. Irgendwo hier auf unserer Erde steht unser Traktor. Und um die Erde herum kreisen ganz viele Satelliten. Mehr als 24 von denen sind sogenannte GPS-Satelliten. GPS ist Englisch und steht für globales Positionsbestimmungssystem. In unserem Traktor ist ein Computer eingebaut und der schickt Signale an die Satelliten. Und die Satelliten schicken das Signal wieder zurück zum Traktor. Der Computer im Traktor misst, wie lange das Signal von den Satelliten zum Traktor braucht. So kann er ausrechnen, wie weit der Traktor und die Satelliten voneinander entfernt sind. Aber es gibt viele Punkte auf unserer Erde, die dieselbe Entfernung zu dem Satelliten haben. Die liegen alle auf so einem Kreis. Unser Traktor könnte also theoretisch überall auf diesem Kreis stehen. Deswegen braucht es noch mindestens 3 weitere Satelliten, um die genaue Position des Traktors zu bestimmen. Und auch mit denen tauscht der Computer im Traktor Signale aus und so entstehen 4 Kreise auf unserem Globus. Und die schneiden sich in genau einem Punkt. Und richtig, genau da steht unser Traktor. Auf 2,5 Zentimeter genau kann das Satellitensystem das orten. Der Traktor weiß jetzt genau, wo auf unserer Erde er steht. Er hat alle Karten der Felder vom Bauern eingespeichert und wenn er alle diese Informationen kombiniert, weiß er genau, wo er hinfahren muss.
Hindernisse erkennt der Traktor übrigens über extra Sensoren. Und dadurch kann er die sogar umfahren. Klasse, oder? Okay, Bettina, jetzt haben wir wieder ein neues Gerät. Was kann das? Das ist eine Rundballenpresse und die macht drei Sachen. Mhm. Wir sammeln jetzt das Gras ein, das wir da jetzt in Schwaden aufgelegt haben mit diesen Zinken. Die sammeln das ein, schneiden das innen drin ein bisschen kürzer. Und dann wird es da drin zu runden Ballen gepresst. Ganz fest zusammen, dass es wirklich viel ist. Wird gepresst, wird dann mit einem Netz eingewickelt zu so einem runden Ballen. Und der wird dann da hinten rausgeworfen. Okay, das sind dann diese runden Ballen, die überall auf diesen Feldern liegen und die man halt so kennt, ne? Ja, genau. Das ist dann in transportfähig verpackt. Die können wir dann aufladen und können sie nach Hause fahren. Ist das eigentlich schwierig, dass da hinten jetzt schon die Wolken kommen? Nicht, dass es jetzt gleich regnet oder so? Ja, also wir sollten fertig sein, bevor die Regenwolken da sind. Das stimmt, weil sonst war die ganze Arbeit hier umsonst. Ja? Okay, also schnell. Genau, das machen wir jetzt. Wenn das Heu jetzt noch Regen abbekommt, muss alles neu getrocknet werden. Bettinas Kühe dürfen auf keinen Fall nasses oder schimmeliges Heu fressen, denn sonst werden sie krank. Oh oh, Leute, schaut euch diese Wolken an. Jetzt aber schnell! Das Ballenpressen beansprucht den Motor des Traktors ganz schön. Da bleibt nicht mehr viel Power fürs Fahren übrig und wir sind nur mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs. In der Presse wird das Gras super eng gewickelt. Alle 200 Meter muss ich stehen bleiben, dann ist ein Ballen fertig. Nach 20 Minuten haben wir es geschafft. Die Ballen sind abholbereit und die Regenwolken haben sich auch wieder verzogen. Boah, cool. So. Die sind ja schwer, sind die ja, eigentlich? Ja, knapp 200 Kilo ungefähr. Echt? Ja, und 14 Stück haben wir davon. Das ist ganz schön viel. Ja, voll gut. Wie lange können deine Kühe denn davon fressen? Also die Kühe und auch die Kälber, die kriegen ja noch einiges anderes auch. Aber als Heu und Grummet gelangt es schon so 4 bis 5 Monate. Wow. Richtig lange. Fast ein halbes Jahr. Ja. Cool. Ey, hat richtig Spaß gemacht. Danke auch. Dir. Weißt du was, kann ich mir ein bisschen was klauen? Ich habe noch was vor. Ja, kannst du machen. Also, danke nochmal. Okay, mach's gut, ja, bitte. Bettina. Ciao. Guck mal, was ich mitgebracht habe. Das Heu muss ja noch dahin, wo es hingehört. In den Kuhstall. Zu Kälbchen Julia. Das gemähte Gras wird mit dem Kreiselheuer gewendet, mit dem Schwader in Reihen gelegt und dann zu Ballen gepresst. So kann man es lagern. Gecheckt. Leute, ich suche immer noch den Schlüssel von meinem Rasenmähertraktor. Ich hab ihn. Puh. Achso, für euch gibt's jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Puh. Ich wollte von euch wissen, was ist ein Kreiselheuer? A. Eine Maschine, die gemähtes Gras wendet? Oder B. Ein spezieller Gang zum Kurvenfahren beim Traktor? Na, habt ihr die Antwort in der Sendung entdeckt? Schaut mal! Was machst du mit der Maschine? Mit der wende ich da das Gras, das da auf dem Feld gemäht liegt, das wird dann zu Heu. Richtig ist also Antwort A. Der Kreiselheuer ist eine Maschine, mit der man Gras wendet, damit es trocknet. Achso, das war's vom Traktorcheck. Und ihr macht's mal gut, bis zum nächsten Mal. Wow! Und ziemlich schnell kapiert, hey. Der die Welt bereist und ganz schön Mut beweist. Das ist Julian, Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der gerne schlemmt und auch mal verbrennt, der fast immer lacht und auch gern mal Unsinn macht. Das ist Julian, Checker Julian, Checker.